Salve a tutti! Wir haben Freitag, den 19. Juli und es ist 17.53 Uhr, wenn ich diesen Film mache. Der DAX hat geschlossen mit 12.260. Bevor ich in den DAX reingehe, folgender Hinweis: in Anhang an den Putschein, den ich nachher nennen werde, habe ich noch einen 2,5-Minuten-Clip reingemacht. Das könnte Sie sehr interessieren, denn der Simon Betschinger und ich, wir machen gemeinsam ein Webinar am 21. August. Wir nennen das auch Wunschkonzert und Fundi meets Techie. Da habe ich was beschrieben. Das sind ungefähr 2,5 weitere Minuten am Ende des Films nach dem Put. Also ein Save the Date. Schauen Sie sich das mal an. Das ist bestimmt für den einen oder anderen von Ihnen sehr interessant. Und jetzt gehen wir zum DAX. Auf den ersten Blick erfüllt der DAX wirklich alle Voraussetzungen, um hier richtig ordentlich nochmal runterzugehen. Die gleitenden Durchschnitte sind negativ. 10 schließt unter 20. Die Bänder sind eng und wir sind in der Nähe des unteren Bandes, auch negativ. Die Technik über das MACD, genauso wie bei den Oszillator, ist negativ. Der Oszillator gilt als überverkauft, aber zeigt noch nirgendwo auch nur den Ansatz eines Kaufsignals. Jetzt muss ich ein bisschen näher rangehen. Sie sehen hier den Trendkanal, den hatte ich letzte Woche auch schon gezeichnet. Was wir also gemacht haben, wir sind da raus, aus diesem Korrekturtrend raus, nur bis zur 10-Tage-Linie und dann setzen wir genau wieder drauf aus. Das ist der Punkt 12.190. Und jetzt schauen Sie mal hier rüber. Das hatten wir neulich und zwar Ende Juni genauso und sind von da aus dann hochgebracht. Das heißt, wir haben jetzt hier so eine Art Doppelboden, aber wehe, wenn der bricht. 12.190 ist für mich eine ziemlich wichtige Marke. Heute sind wir noch nicht mal so weit runtergekommen. Ich glaube, 12.212 war das Tief. Das ist für mich ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und den Punkt nach oben, den Interaktionspunkt sehen Sie hier, das sind die 12.465. Darüber würde er positiv werden. Jetzt muss ich aber mal mit Ihnen auf die 4-Stunden-Einheit gehen, weil ich will Ihnen da was Deutlicheres zeigen, was man im Tageschart so nicht sieht. Schauen Sie mal hier, diesen ganzen Bereich. Schulter, Kopf, Schulter. Diese Nackenlinie, auf die es dann ankommt, liegt also hier. Und da liegt also auch die 12.190. Das ist also ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wenn die reißt, und die kriegt von mir auch noch eine Toleranz von 15, 20 Punkten runter bis 12.170 und mit Schlusskurs unterboten wird, müssen wir davon ausgehen, dass wir uns als nächstes die Bastion um die 12.000 schnappen. Andererseits, wenn wir, und hier sieht man es auch recht deutlich, die 12.465 überbieten, haben wir durchaus nochmal die Möglichkeit, die 12.6 zu sehen. Das ist also eine ganz, ganz kitzige Geschichte. Ein sehr schöner Trading-Markt, ein für Endanleger nicht wirklich zu lesender Markt. Dafür gibt es aber zum Glück die Einzelwerte und davon gibt es einige mit guten und einige mit schlechten Signalen. Aber auf jeden Fall sind die Einzelwerte signalfreudiger, als es der Index momentan ist. Ich gehe zurück auf den Tag. So, hier jetzt nochmal der Tag. Bevor ich jetzt nochmal zu dem Save the Day komme, machen wir mal die Scheine, die ich gefunden habe. Ich habe mir überlegt, wenn ich long gehen will, auch über mehrere Tage, muss ich dieses Signal hier abwarten. Die 11.465 und dann kommt für mich ein Schein in Betracht, der liegt hier unten drunter, unter der 12.000 und zwar habe ich dann den hier, 11.945, ein Open-End-Schein von Goldman Sachs, im Moment mit einem Hebel von 39. Also der bitzelt schon, aber den muss ich hier drunter legen und wenn ich die Basis bei 11.945 wähle, muss ich den Stopp bei 11.980 machen, damit ich das Aufgeld nicht verliere. Dieser Schein hat die Kennnummer GA7A4F. Jetzt gucken wir mal nach dem Put. Der Put kommt dann in Betracht, den muss ich also hier hintersetzen, also etwas an oder etwas leicht über die 12.500, wenn wir wirklich die 12.190 brechen. Weil dann rechne ich mit der relativ schnellen Bewegung runter bis zu 12.000. Und ich habe mich für den hier entschieden. Das ist eine Basis 12.512,95. Verändert sich übers Wochenende leicht nach unten. Auch ein Open-End-Schein. Im Moment mit einem Hebel von fast 50. 11.512. Da sind wir also etwas hier oben drüber. Das ist von Goldman Sachs. Ein Schein mit der Kennnummer GA8NU5. Den muss ich aber stoppen. Ungefähr hier bei 12.480. Wenn das hier gebrochen wird, muss ich den stoppen, um das Aufgeld nicht zu verlieren. So, und jetzt komme ich mal zu dem angekündigten Save the Date. Mein sehr geschätzter Kollege Simon Betschi Betschinger und ich machen am 21. August ein Wunschkonzert. Ich habe das mal genannt Fundi meets Techie.
Simon und ich haben völlig andere Herangehensweisen an die Aktien. Aber was mir aufgefallen ist in den doch jetzt einigen Jahren, die wir uns kennen, dass wenn Simon und ich, wir sind nicht immer einer Meinung, aber wenn wir einer Meinung sind, ist die Wahrscheinlichkeit, dass das aufgeht, sehr, sehr hoch. Und deswegen haben wir gedacht, wir möchten mal eine Art Dialog machen. Das heißt, ich fahre runter nach Reutlingen und wir setzen uns da mal 1,5-2 Stunden hin. Ihr dürft euch vorher, eine Woche vorher, Aktien wünschen und wir schauen uns die an. Er analysiert das aufgrund seines Wissens und ich aufgrund meines Wissens. Die Einladungen dazu werden wahrscheinlich so 2 Wochen vorher verschickt werden, über Mail, über die Homepages, über die Social Medias. Und dann gucken wir uns die Geschichte an. Da ist mit Sicherheit eine ganze Menge Edukatives dabei, aber da wir wirklich, wie bereits erwähnt, völlig andere Herangehensweisen haben, kann ich mir vorstellen, das ist also sehr, sehr interessant und das gab es so in dieser Art und Weise noch nicht. Also ich freue mich da sehr drauf, auch wenn ich nach Reutlingen fahren muss, aber das wird ein Spaß. Und dann habe ich noch eins, das ist mit Sicherheit auch interessant für Sie, das ist das hier. Der Simon hat eine Gruppe gegründet auf Facebook, die heißt Aktienclub Buffett's Alpha. Und da geht es also darum, dass man sogenannte Ten-Bagger-Aktien findet. Also Aktien, die sich wirklich deutlich verbessern. Und diese Gruppe hat eine hervorragende Resonanz momentan. Er zeigt dann also solche Sachen wie hier, das sind die Burggraben-Aktien aus den USA. Da gibt es dann PDFs zum Download. Das ist gedacht für Leute, die langfristig investieren. Also nicht nur auf Sicht von 2, 3, 4, 6 Wochen oder vielleicht ein halbes Jahr, sondern wir reden von langfristig 2, 3, 4 Jahre aufwärts. Ich finde das hochinteressant und die Gruppe ist jetzt schon gut besucht mit, ich glaube, fast 3000 Mitgliedern. Aber es ist wirklich eine Geschichte, die so bisher noch nicht gab. Also zumindest habe ich sie nicht gefunden. Und Simon gibt sich da richtig Mühe, um die Leute hier mit seinem Wissen zu verwöhnen. Schaut euch das mal an. Also hier ist es nochmal. Aktienclub Buffett's Alpha auf Facebook. So Leute, das war's. Ich wünsche euch ein tolles Wochenende, ein Happy Trading und fette Beute. Bye, bye.